Hallo Freunde, hier ist der Bam Bam und hier ist das nächste Replay auf meinem Channel. Und ich war hier unterwegs mit dem, ihr seht's, mit dem guten O'Hare. Ja, wir haben ja ein paar Videos miteinander gedreht. Auf seinem, ja, auf seinem Kanal könnt ihr euch die angucken. Ich habe den auch hier unten verlinkt. Und das hier war dann so eine Runde, wo er mir angeboten hat: Ja, mach du doch auch mal ein Video, dann hast du auch was für deinen Channel. Und ich kann euch sagen, es wird eine sehr, sehr geile Runde. Aber ich habe ja vor lauter und vor lauter Diskussionen über verbotene Mods und was mit dem Rio-Cut passiert ist, vergessen, auf den Aufnahmeknopf zu drücken. Ja? Tolle Wurst, würde ich mal sagen. Tolle Wurst. Ich könnte mir jetzt noch einen Arsch beißen, ich Vollidiot. Okay, dennoch muss ich euch die Runde hier zeigen, weil das wird jetzt eine deftige Runde. Wir sind beide mit dem M46KR unterwegs. Ich lasse jetzt mal laufen. Das ist ja der amerikanische Tier 8 Premium Medium Tank. Und wir gucken uns mal noch kurz die Bewaffnung an. 90 mm Kanone, 192 Penetration, 240 Schaden und 243 und 240 mit Goldmunition. Und dann haben wir hier noch 45 Durchschlag mit HE-Granaten. Ja, Flugplatz und Top-Tier, oder? Ah, sind sogar noch drei Neuner dabei. Okay, drei Neuner sind auch noch dabei Los gewesen. geht's! Okay, wir haben uns dann entschieden. Was haben wir uns denn entschieden? Für nach links zu fahren, ne? Wir fahren nach links. Ich habe ihm dann gesagt, ja klar, ich komme mit nach links. Ich helfe dir da. Schauen wir uns mal den Hügel an, weil ja, gegen M103 und 2 IS-3 und T-34 auf der rechten Flanke, das wollten wir uns jetzt nicht antun, ne? Mit unseren Mediums, weil Panzerung hin und her, gegen drei Kracher oder vier von denen, da machst du nicht wirklich viel, ne? So, wir fahren dann also nach links rüber. Und ihr wisst ja, Flugplatz ist eine Camper-Map und wer hier besser campt, der gewinnt auch in der Regel. Okay, O'Hare ist schon oben angekommen und versucht hier hinten schon den Panther und den IS zu spotten. Oder ein Panther 2 war es, glaube ich. Der steht bei J2, meine ich noch zu wissen. Ja, und ich bin hier auf dem Weg zu ihm nach oben. Gehen wir jetzt mal in meine Sicht. Und was kommt da unten? Ein IS-3. O'Hare hat den auch gesehen. Ich wollte eigentlich zuerst hier vorne links so ein bisschen hochfahren, aber gedacht, da kriegst du die Kanone eh nicht runter. Warten wir doch mal, was der IS-3 macht. O'Hare begnügt sich derweil mit dem IS da oben. Und jetzt guckt euch an, was der IS-3 macht. Der wird erstmal gekettet hier. Repariert die Kette und jetzt macht er nur noch einen Vorwärtsgang drin. Da sagt der O'Hare zu mir, es gibt's ja, kommt er jetzt da rum? Ja, und ja, ein IS-3 gegen vier Gegner. Ja. Und dann nimmt der O'Hare den IS-3 raus. Ich fress noch eine von meinem eigenen Kamerad hier, von dem Komet. Der schießt mir noch schön in den Arsch. Habe ich auch schon gedacht, ja. Mann, 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 Mann. Die Runde fängt schon gut an. Ja, unten rumfahren ist natürlich Selbstmord. Sollte man nicht machen, weil der Panther 2 wartet eigentlich nur darauf. Deswegen haben wir uns oder ich mich auf jeden Fall dann auch gleich für was anderes entschieden. Der O'Hare ist oben weiter am Spotten und versucht alles Mögliche aufzumachen. Der IS ist auf einmal nicht mehr da. Ja, und da habe ich gesagt, ich fahre mal nach rechts rüber und guck mal, ob ich den IS da irgendwie aufmachen kann. O'Hare zieht mit seinem Panzer vor, ne? Und hat es immer wieder mal auf den Panther 2 da hinten abgesehen, ne? Er hat nur noch von dem Panther 2 geredet. Der Panther 2, den muss ich rauskriegen. Na, und ich habe dann gesagt, okay, ich fahre mal nach rechts, vielleicht kriegen wir die IS aufgemacht. Mittlerweile steht es 4-1 für uns, also nice bis jetzt, alles gut. Naja, 4-2. Da stehen wir drüber, da stehen wir doch drüber. Ne? 4-2 immer noch, die IS-3 ist mit uns hochgekommen, steht hier oben jetzt seitlich auch geschützt hier. Einwandfrei. Und das Spielchen geht hier weiter. Vorwärts, rückwärts. Immer mal versuchen, was aufzumachen, dass die anderen von hinten schießen können. Im Übrigen, es gibt keine Artillerie. Habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Und jetzt kommt der IS bei mir hoch. 5-2 für uns. Alles gut, alles gut. Ja, IS, was ist los? Wo willst du hin? Nirgends. Gut, dann fahre ich mal hier runter. Und dann habe ich mir gedacht, ich schieße mal da oben rüber in die Mitte und helfe dem Tiger so ein bisschen, der da oben steht. Ist eigentlich auch ein gutes Plätzchen. Nur,
Der Gegner ist so weit zurückgedrängt da eigentlich, dass die gar nicht in meine Schussposition kommen. Und jetzt kriegt der Ru es mit dem IS zu tun. Und das ist jetzt der Moment, wo ich sage, jetzt reicht es hier IS. Ja, aber unser Jagdtiger, und er steht da hinten, seht ihr das, bei H8, da hinten in der Ecke, H8, H9. Der wird noch eine große Rolle spielen, der Jagdtiger. Entschuldigung. Das sage ich euch jetzt schon mal. Und hier an dieser Stelle, wo jetzt der IS down ist, wusste ich nicht so recht. Heuschnupfen-Tower. Heuschnupfen-Terror des Todes. Ja, wusste ich nicht so recht, wohin. Wohin? Vor, zurück? Keine Ahnung. Was soll ich machen? Und O'Hare pusht da hinten auf den Panther 2, der vorgefahren ist. Und da muss der Panther 2 leider dran glauben, ne? Ja, jetzt kommt der M41, dieser Grand Final Panzer, dieser Premium Tank. Ein 8er Light ist das. Auch der wird noch seine Rolle spielen. 7-5, erstmal einen Schluck Kaffee. Mann, ich habe echt einen Frosch oder irgendwas anderes im Hals, keine Ahnung, ein paar Strümpfe oder so, ich weiß es auch nicht. So. Und dann habe ich mich hier so ein bisschen festgefahren, ne? Ich wusste jetzt nicht, fahren wir hier rum oder was macht der M41, kommt der wieder zurück? Der Urherr sagte mir dann, ich komme zu dir rüber, dann nehmen wir den M41, nehmen wir in die Zange. Mittlerweile steht 7-7, ja, Gegner hat also gut aufgeholt. Und wir entscheiden uns dann dafür, hier links hochzufahren in die Mitte. Das soll unser Plan sein, weil der M41 ist dann nicht mehr zu sehen gewesen, ist wohl zu seinen Kameraden in die Mitte gefahren und jetzt fahren die zwei M46KR, diese koreanisch angemalten Panzer. Und hier habe ich eigentlich einen Schuss, einen klaren Schuss auf den Jagdtiger. Aber da ist mir dann zum ersten Mal aufgefallen, so richtig, dass ich ab und an so eine Ping-Probleme hatte. Ja, da rennt mein Ping, ihr seht es oben links in der Ecke vielleicht, eigentlich immer so schöne 30, 40, rennt dann manchmal hoch auf 300. Ist mir auch noch nicht passiert. Und die eine Goldgranate, die ich noch drin hatte, wollte ich da nicht in die Gegend jagen. So. T-34 schießt auf mich mit Gold. Das ist natürlich auch ganz, ganz tolle Wurst. Und ich habe dann zu Herr gesagt, los, komm, der Jagdtiger muss jetzt raus. Und da hinten steht noch ein Objekt 704. Und jetzt, Freunde, halte ich mal kurz an. Jetzt guckt euch mal die Situation hier an. O'Hare steht da, hinter ihm noch zwei von unseren Jungs. Ich stehe auf der Ecke, die zwei Heavys da vorne. Direkt dahinter der Jagdtiger und da vorne das Objekt. Ich kann also eigentlich meine Position hier nicht wirklich ändern. Mein Rücken hält mir der O'Hare frei. Das ist okay. Aber wo ist jetzt der M41? Das ist jetzt die Frage. Und wir haben auf der Seite hier eigentlich nichts an Schutz. Ne? Wenn das Objekt jetzt da vorne rumfährt, habe ich die Arschkarte sozusagen. Da habe ich immer schön die Arschkarte gezogen. Also heißt das für uns, der Jagdtiger müsste jetzt mal langsam sich bewegen. Ich lasse mal weiterlaufen. Und mein Ziel ist ganz klar hier der Jagdtiger vom Gegner. Ne? Also den versuche ich jetzt offen zu halten. O'Hare gibt mir Rückendeckung. Und wir waren hier nur am Diskutieren. Fahr ich vor? Nein, halt die Stellung. Ich passe auf dich auf. Und hin und her. Und was ist mit dem Jagdtiger? Der Jagdtiger muss vorkommen. Der muss uns helfen. Ne? Ja. Jetzt sind wir noch am Käppen. Aber da ist noch ein Ferdinand. Komet gegen Ferdinand. Hm, alles klar. Jetzt sehe ich, dass der Jagdtiger auf einmal versucht, hier rumzufahren. Und das ist meine große Nummer hier. Und hätte ich das nicht gemacht, hätte ich ein massives Problem da hinten mit dem Objekt bekommen. Ne? Das seht ihr. Ich stelle mich jetzt extra so, dass das Objekt nicht auf mich schießen kann, weil der Jagdtiger im Weg steht. Ne? Ein bisschen Glück habe ich hier noch und der Jagdtiger ist raus. 9-9 steht's. O'Hare versucht jetzt hier rumzukommen zu mir, damit wir zusammen das Objekt rausnehmen können. Und jetzt kommt unser Jagdtiger und hilft uns. Schussposition hatte ich hier keine eindeutige. Aber jetzt passt das. Jetzt passt das mit dem Nachbarn. Der Jagdtiger nimmt das Objekt raus und ja,
T34 mit Gold mal wieder. Keine Ahnung, warum der die ganze Zeit nur Gold ballert. Aber, naja, okay. Also, O'Hare jetzt hier oben auf dieser Position. Eigentlich gut für mich. Jetzt kommt hier der M41. Dem kann ich noch irgendwie ausweichen, ja, dass der mir nicht noch eine drücken kann. Und der versucht mich jetzt zu umfahren. Ja, der Jagdtiger hat die Position wieder gewechselt, ja, in die Mitte, hinten in der Base. Und wir sind eigentlich auch nur noch zu dritt. Wir drei gegen die fünf. Und anhand unserer Strukturpunkte haben wir dann gesagt, leckt schon wieder eine Niederlage, das gibt es doch gerne. Und jetzt guckt euch das hier an, Bauf. Ja, die kommen, die drücken jetzt von allen Seiten, die kommen jetzt von überall. Ja, und jetzt geht das Spielchen hier los. Der O'Hare versucht hier oben die Position ein bisschen zu verteidigen. Ich bin mir nicht sicher, was macht der M41, kommt der hier unten rum. Jetzt kommt da hinten noch ein T25-2, so ein 7er Jagdpanzer. Der kommt jetzt auch noch hier dazu. Jetzt habe ich gesagt, ich versuche auf den T34 zu gehen. Da sagt der O'Hare, nein, der guckt zu dir, bleib da unten. Und ja, vielleicht hätte ich das besser machen sollen. Denn nun, Freunde, sage ich euch nicht zu viel im Vorfeld, hat mein letztes Stündlein geschlagen. Ja, ich hätte einfach hier unten die Position halten sollen und den M41 da drüben in Schach halten sollen. Ja, dann wären die hier nicht rumgekommen. Ich entscheide mich aber dafür. Ja, ihr seht's, eine von hinten. Und ja. Und jetzt, Freunde, jetzt geht's hier nur noch O'Hare und der Jagdtiger gegen 5. Ein Abpraller für O'Hare und wir haben geschrien, Mann, der ist abgeprallt, das gibt's gar nicht. Ja, O'Hare und der Jagdtiger gegen 4. Ja, gegen 4. Und O'Hare gibt hier alles mit seinen 270 HP, die er noch hat. Ja, und der Jagdtiger guckt mal hinten auf die Base. Er ändert jetzt seine Position. Und ich habe zu O'Hare gesagt, halte durch. Wir haben wirklich, also wir haben gejammert und geschrien und gelacht. Halte durch, der Jagdtiger, er wird dich retten. Er kommt, er kommt. Aber der hat ja auch nur noch 400 HP, ne? So, und die zwei Gegner hier, das seht ihr jetzt auch gleich, ja, die versuchen, die wissen nicht so recht, sollen sie hier hochkommen. So, der Jagdtiger schaltet den 7er Jagdpanzer aus. Jetzt versucht der M41 hier auf O'Hare zu kommen, der verschießt. So. Und ja, der Jagdtiger, ich halte aber noch mal kurz an, nimmt hier mit seinem 5. Kill beide Gegner raus, die O'Hare ans Leder wollten. O'Hare denkt sich, oh, ich fahre noch einmal rückwärts und dann hier vorne runter. Und in dem Moment frisst er von hinten eine vom Ferdi. Und das war ein Low Roll. Beziehungsweise hat der Ferdi die Stock Gun drauf. Sonst wäre O'Hare Geschichte gewesen. Das kann ich euch nur sagen, ne? Weil der Ferdi, ich war den ja selber, der macht mächtig Bums. Und wenn er dich dann noch von hinten trifft, ne, der hat ihm hier eine 220er verpasst oder sowas. Also das war wirklich ein Low Roll des Todes. Da hat O'Hare noch Glück im Unglück. Ah, okay, es geht weiter. Das Ding ist ja noch nicht vorbei. O'Hare mit einem Hauch Leben. Ja, und hier haben wir jetzt diskutiert, was tun, wo soll ich hin, hat er gesagt. Und dann habe ich gesagt, ja, keine Ahnung, ich glaube, der IS-3, der war One-Shot und ist mit dem Ferdi, hat er sich in die Base verkrümelt. Also, ne, hab dann auch dem Jagdtiger gesagt, der soll sich bewegen und soll O'Hare hier helfen und nicht da hinten rumstehen. Und jetzt guck mal da hinten hin, was da hinten passiert. Der IS-3 ist beim Jagdtiger. Oh Gott, wenn der den umfährt, ist Ende Gelände. Also mit seinen 58 HP kann er den IS-3 und den Ferdi, glaube ich, nicht mehr ausschalten. Der Jagdtiger trifft. IS-3 hat, glaube ich, verschossen. Und hier hat O'Hare gesagt, ja, komm vor. Und, ach nee, da verschießt er. Aber der Jagdtiger, 6. Kill, nimmt auch den IS-3 raus. Und hier in dem Augenblick haben wir dann gedacht, ey, wir können das echt noch gewinnen. Das gibt es doch gar nicht. Ja. Wo ist der Ferdi? Sagt O'Hare, soll ich hier nochmal hochfahren? Habe ich gesagt, ich weiß es nicht. Wenn der Ferdi nur da hinten steht,
dann der putzt dich von der Platte. Der putzt dich weg, wenn du, da, wenn du dich da nochmal zeigst. Der Jagdtiger kommt jetzt auch mal vor, bewegt sich endlich auch mal. Was haben wir über den geschollen? Was haben wir über den, ja, wie wir Saarländer sagen, was haben wir über den geschenkt? Diese Pfeife, was steht der immer da hinten rum und macht nichts? Jetzt guckt euch das an, 6 Kills. Er hat eigentlich das Game mitentschieden, ne? So, Urher auf dem Weg in die gegnerische Base. Und da ist der Ferdinand, der ist Full HP. Oder? Nee, einer hat er schon gefressen. Verschießt. Der Jagdtiger hat verschossen. Jetzt hat der Ferdi verschossen. Und ja, Urher. Und ihr seht's. Der Ferdi steht seitlich zu Urher. Und jetzt waren wir uns sicher. Jetzt, das muss der Sieg sein. Das muss er einfach sein. Und ja, ne? Haben wir dieses Ding noch gewonnen. Also ich habe da nicht mehr dran geglaubt. Wahnsinn. Also Wahnsinn. Und ich könnte mir jetzt nur einen Arsch beißen, dass ich unsere Kommunikation nicht aufgezeichnet habe in einem Let's Play, weil ich einfach nur, ja, vor lauter Labern und lauter erste Mal zusammenspielen, ja, ist mir dieser dumme Fehler unterlaufen. Ich hoffe, dass ich das in der Zukunft besser machen kann. Und ich hoffe, es hat euch gefallen hier. Dieses ja, Replay war ja dann letzten Endes leider nur. Ja, die Stats kommen jetzt noch hinterher. Und ja, wie gesagt, der Link zu der Seite von Urher, wer ihn noch nicht kennen sollte, ja, aber ich denke mal, der sollte doch sehr bekannt sein. Ja, der Link ist unter dem Video. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mal auch mal eure Replays einschickt. Vielleicht kann man ja was richtig Cooles draus machen. Ja, bis dahin würde ich sagen, sehen wir uns wieder, wenn es wieder reicht. Hier ist der Bambam und hier ist der nächste Let's Play oder Replay. Bis dahin. Tschüssikowski.